Du bist hier der Wächter, ne? Vielleicht grüßt du auch mal unsere Zuschauer. Hallo, Hallo. Zuschauer. Euer Mr. Duit mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch. Prösterchen. Oh, und nach getaner Arbeit komme ich hier in dem Paradies an. Und was ist? Die Bremsleitung habe ich schon bekommen. Die Bremsleitung hat er schon parat. Das heißt, er hat so einen Bremssattel schon ausgebaut. Wenn ihr nicht wisst, worum es geht, schaut mal bitte auf dieses Video. Unser Bremsen-Spezial. Yeah, brauche ich kein Börtelgerät kaufen. Perfekt gelaufen. Ja, warum bin ich hier? Die, die gestern das Video geschaut haben, werden rausgehört haben, dass ich ja heute mal zum Schrottplatz fahren wollte, um für unseren Opel Astra F das Kabel zu holen, was von beziehungsweise diesen Unterdruckschlauch, der oben von der Drosselklappe unten hochgeht zu diesem Luftkasten, Luftfilterkasten. Ja, und ich habe hier schon die Richtungsangabe bekommen und sehe hier schon ähnliche Motoren. Das ist jetzt zwar nur ein Dreizylinder, aber dieser Schlauch könnte ja überall sein. Deswegen schaue ich jetzt gerade schon. Der sieht zum Beispiel fast schon ähnlich. Ist das ein? Das ist ein Corsa. Aber die haben so die ähnlichen. Nee, das ist definitiv. Das muss hier in diesem Bereich sein. Nein, nein, das ist ein anderer. So, mal schauen. Hallo? So, was haben wir hier? Perfekt, sieht gut aus. Jetzt muss ich irgendwann mal kurz irgendwie hier abstellen. So. Krieg die Haube gar nicht richtig auf. Der da oben anstößt, ey. So ein Scheiß. So, die kriegt keiner mehr zu. Die Haube geht nicht mehr richtig auf. Aber, Freunde, schaut mal hier. Mein Arm und dieses Scheißzeug sind in Kontakt gekommen. Scheiße. Brennnessel. So, da ist ja der Anschluss und der Schlauch ist nicht da. Scheiße. Den hier habe ich in Blau. Der Schlauch fehlt. Hängt der da irgendwo noch dran? Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Ausgerechnet der Schlauch fehlt jetzt. Genau der Schlauch fehlt. Verdammt. Verdammter Mist. Oh Mann. Oh, ich sehe hier gerade. Hier hat sogar noch einer einen Zahnriemenwechsel gemacht. Aber irgendwas hat er mit der Ventildeckeldichtung gemacht. Ist ja total ausgelaufen. Schön einmal bedeckt. Das ist genau der gleiche Motor. Hier der Verteiler. Zündkerzenkabel hätten wir hier auch noch zur Not. Sehen sogar noch richtig gut aus. Ach. Ah, der hat aber da auch so einen Ölverlust. Genau in dem Segment wie bei uns. Scheiße, dass das Kabel nicht da ist. Ich ärgere mich gerade. Also er hat gesagt, in dieser Reihe, mal echt mal gucken, bin so ein bisschen schlecht beim Erkennen. Oh, ich glaube, da sehe ich noch einen. Hey, unser Kaffee, der steht da noch, den lassen wir da stehen. Ach, Freunde, ich freue mich, weil ich hier diese Bremsleitung jetzt habe. So. Das sieht doch gut aus hier. So, toi, toi, toi. Der Schlauch ist auch weg, oder was? Na, das ist doch der mit der Zündverteilerkappe. Und da ist dieser Schlauch nicht dran. Okay, Pech gehabt. Oh, hier kommt gerade ein Auto an. Oh, oh, oh. Grüß dich. Was machst du wieder? Alles kaputt? Ich brauche bei euch die Gefahrenzulage, andere Brennmessel und sowas. Da zahlen andere für. Ja, da zahlen andere für. Abenteuerspielplatz hier. Ja, hat er hier ein Auto hingestellt. Incredible. So, jetzt gucken wir nochmal. Opel Astra F. Opel? Das sieht doch gut aus. Oh, haben sie hier mal aufgeräumt. Ist zwar kein Astra, aber... Vielleicht der gleiche? Nee, ist ein ganz anderer Motor. Da oben steht da noch einer. Opel Astra 16V. Könnte aber auch diesen Deckel haben. Corsa, da drunter noch. Da ist noch ein Astra 1,6er. Da ist noch ein Astra 1,6er. Aber schaut mal da, Freunde.
Die Brennnessel, die sind, die Stäbe sind, ach, da komme ich auch nicht durch, guck mal. Oder? Sollen wir es versuchen? Ein Mann, muss auch mal dran glauben, wa? So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, so sieht das aus. Das Spinnennetz lassen wir mal weg. Ah, da liegt eine Felge. Auf die kann ich steigen. Ups, kommen wir hier überhaupt dran? Ne, 16V, aber der hier, der ist interessant. Ne, der blaue da drunter. Der alte Corsa hier. Der hat doch sowas nicht, oder? Och, ist ein ganz anderes Motörchen. So. Also da ist eine Lücke, da muss ich hinspringen. Boah, unter Dornen und Brennnessel. So, da ist der Motor. Und da ist auch der Schlauch weg. Alter, wollen die mich verarschen? Der ist ja auch weg. Genau an der Stelle. Wo ist denn hier die? Ach, sogar die Stange ist weg, wo man hier die Haube mit auflässt. Guck mal da. Da ist der Schlauch auch weg. Sag mal, sind die alle jetzt gaga oder was? Und normalerweise, da kommt der dran. Genau an die Ecke. Und da fehlt er. Das gibt's doch nicht. Wie kann man denn so ein Glück haben? Oh, ups, sorry. Das ist wieder ein ganz. Nee, da ist auch einer. Ah, wartet mal. Vielleicht haben wir hier was? Nee. Das war ein Corsa. Aber vielleicht ähneln sich die Schläuche. Nee, hier ist er auch nicht dran. Da fehlt er auch. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Freunde. Ihr wusstet, dass ich den suche, ne? Und seid vorab schon hier hingekommen, um den wegzunehmen. Ich kenne euch. Ich weiß, wie ihr tickt. Wo finde ich denn jetzt einen? Das gibt's doch nicht. Ah, werd jetzt mal ein bisschen weitersuchen. Ich suche und suche und suche. Das ist echt schlecht. Ich gehe jetzt nochmal in diese Richtung, in der zweiten Reihe. In Hoffnung, dass ich hier doch noch was finde. Also Corsa ohne Ende, mit und ohne Motor. Ist das auch ein Corsa? Nee. Ach, guck mal, hier ist noch einer. Kann ich sehen? Warte mal, vielleicht haben wir jetzt mal Glück. Also da hinten, gar nichts. So, jetzt ausgerechnet. Das war genau wie bei dem Schlauch, den wir mal gesucht hatten. Ey, das gibt's doch nicht! Warum fehlt denn dieser Schlauch überall? Da auch? Da fehlt er auch wieder. Alter, ist das Absicht oder was? Oh nee, warte mal. Ne? Guck mal eben auf der hinten. Ach, guck mal einer an. Da hat sich einer beholfen und diesen Schlauch. Der war jetzt hinten am. Kann ich denn die Scheiße machen? Warte mal kurz. So. So, da hat sich einer beholfen. Das hatte mir auch irgendeiner. Hamm. Der Kollege aus Hamm hatte mir das geschrieben. Oh, da war ein Wipp ganz schön. Oh, der wippt aber ganz schön. Schaut mal hier. Oh, oh. Warte, ich nehme das mal ab hier. So. Genau, und zwar. Genau, der blaue Schlauch ist auf der Seite. Und da. Ist der andere? Ach, der hat den Nippel abgeschnitten. Aber passt das denn da rein? Ach, nee. Hä? Wie hat er das denn gemacht? Wie hat er das denn da reingekriegt? Verstehe ich gar nicht. Passt doch gar nicht. Oder kann man das so ganz Millimeter genau da reinschieben? Nö. Nee. Das ist eine Alternative irgendwie nicht. Sieht nicht so sauber aus. Scheiße. Bei mir war der Schlauch wenigstens noch da. Halt zwar nicht mehr ganz, aber er war halt noch da. Oh. Andern. Was haben wir denn noch? Opel. Was haben wir hier? Da fehlt der ganze Motor. BMW, Mercedes.
Opel Meriva, also Corsa ohne Ende. Corsa ohne Ende. Da überall. Und nochmal hier. Kadett. Vielleicht hier vorne nochmal einmal gucken. Meriva. 16V. Corsa. Da fehlt der Motor. Mal gucken. Da hätten wir auch so ein Ding, aber da fehlt der Schlauch auch. Ich werd blöde. Wenn jetzt wenigstens die Drosselklappe noch da wäre. Die Kappe da oben. Oder liegt der da drin irgendwo? Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? Warum fehlt überall dieser Schlauch? Ja gut, wenn man die Kappe abnimmt, ne, den Luftdingsbums, Luftfilterkasten, dann nimmt man wahrscheinlich den Schlauch ab, der zum Dingens geht. Zum Kasten, ne? Ich glaube, die haben den ganzen Deckel abgenommen. Ich sehe hier nichts. Ah. Seht ihr was? Ach doch, da ist was. Da fehlt der Schlauch auch. Ich werde blöde. Genau da muss er hin. Das gibt's doch nicht. Überall fehlt der einzelne Schlauch. Hat der den auch hier dran? Ja, da fehlt er auch. Boah, der Kasten sieht aber wie geleckt aus, ne? Ist der da unten dran? Ne, ist er auch nicht. Da ist der. Da, der Schlauch fehlt, der Rest. Mist, verdammt da. Der Schlauch fehlt, aber diese Kappe ist noch da. Er liegt auch nirgends hier, also. Ich habe übrigens mal Sonnenschein bestellt für euch. Da oben vielleicht? Wartet mal, vielleicht hier unten? Ne, der hat das schon gar nicht. Fuck! Tja, Freunde. Jetzt stehen wir wieder da. Muss ich doch das Ding bei Opel holen. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Ja, ich probiere das ehrlich gesagt damit gar nicht jetzt aus. Das passt nicht, da musst du flicken. Ich habe übrigens gefragt, einer hatte gefragt, ey, wenn du wieder auf dem Schrottplatz bist, frag doch mal nach wegen VW Up. Nein, aber VW Fox hat er. VW Fox hat er da. Also für den, der da Interesse hatte, die Dortmunder, die müssen zusammenhalten, Freunde. Sonst wird das nichts hier. Ich gucke jetzt nochmal hier. Ja, hier hängt auch nur noch der Nippel. Hä, das ist ja ein Propfen. Ah ne, hier an der Seite. Ne, die brechen wohl gerne ab. Jetzt habe ich schon wieder. Die brechen wohl sehr, sehr gerne ab. Ne, wird nichts. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Wenn er weg ist, ist er weg. Ich gucke jetzt nochmal, weil ich habe die ganze Zeit geguckt, aber nicht hinten gefühlt, ob da vielleicht. Vielleicht das. Ach, guck mal. Da hängt noch das Ding. Die Führung so halb dran. Vielleicht könnte man das aber damit machen. Warte mal, hängt der hier noch dran? Yo, hier, schaut mal. Jetzt habe ich keinen Kreuzschraubendreher. So, hier. Auch geflickt. Auch schon geflickt, aber das könnte funktionieren. Weil hier, wartet, ich stelle mal das hängt ja an der Drosselklappe dran sozusagen, an dem Gehäuse. Und das ist auch noch intakt. Das ist oben dran, ist zwar geklebt hier, da könnte man mal gucken. Aber so sieht das Ganze jetzt hier aus. So, ne? Das ist ja noch intakt. Und wenn ich den jetzt hier mal ansehe. Ist jetzt vernünftig geflickt oder nur so ein Kuddelmuddel? Könnt ihr mal den Pustest machen? Oh, ist dicht. Auf jeden Fall dicht. Ja, wisst ihr was? Dann mache ich das jetzt. Schaut mal. Mission completed. Nee, dann nehmen wir das so. Ist doch gut. Das hält. Ist okay.
Da sind ja jetzt keine Ultra-Drücke drauf. Da hat aber einer vernünftig gepflegt, also muss ich echt sagen. Mit Schrumpfschlauch und so. Das sieht solide aus. Und das Wichtigste ist wirklich das hier. Ne? Das ist auch richtig schön tief drin. Geht ungefähr, ich tippe mal so bis hier hin. So locker 1 cm rein. Geil. Ja, wir haben an einem Auto das Ding gefunden. Geile Sache. Und zwar an einem Corsa. Ja. Aber es sind ja die gleichen Motoren. Deswegen, so, jetzt holen wir unseren Kaffee. Der steht da. Glück gehabt. Ja, Freunde, ihr müsst mal Grüße da lassen von mir. Also, ihr seid ja auch welche. Der sagt mir da vorne, ja, manchmal sind hier so welche und laufen auch die Wege ab, wie du da abgelaufen bist. Erstmal ein Erfolgsschluck. Hm. Und keiner sagt mal hier irgendwie Mr. Do It oder was. Macht das doch mal, seid doch nicht so schüchtern. Ich laufe auch hier wie so ein Blöder mit der Kamera rum. Ja, Freunde, wir werden das Video aber auch heute dabei belassen. Morgen wird es definitiv ein Video geben mit meiner Bremse. Dann werden wir endlich wieder mit dem Passat fahren können. Da freue ich mich ja richtig drauf. Und ich zeige euch das mal, was ich da bekommen habe. Gefunden! An einem Auto. Ja. Du bist hier der Wächter, ne? Vielleicht grüßt du auch mal unsere Zuschauer. Hallo, Zuschauer. Hallo. Und mit der Bremse. Den habe ich gefunden, genau. Ja. Gut, dann machen wir das Geschäftliche. Wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Ich freue mich tierisch. Endlich! Wir haben den Schlauch, also endlich im Sinne von nach der Suche auf dem Schrottplatz, haben wir endlich den Schlauch gefunden. Den werden wir auch gleich mal dran machen. Ich bin gespannt auf den Ton. Und ja, das Allerwichtigste, diese Bremsleitung, die war ja bei mir defekt, beziehungsweise ist gerissen. Und ja, das kleine Stück, dafür will VW fast 50 Euro haben, Freunde, für dieses kleine Ding. Das ist ja der Wahnsinn. Hier, die haben gelitten. Dafür kannst du dir eine Wörtelmaschine holen und was weiß ich nicht alles und das Ganze selber machen. Also das finde ich echt übertrieben. Die Chance lag hier natürlich nahe, dass ich fündig werde auf dem Platz, weil der VW, der Passat generell, ist ja schon relativ häufig vorhanden. Und ja, siehe da, er ging einmal ins Regal, zack, war das Ding da. Ich freue mich extrem und Freunde, wir werden jetzt mal hören, wie der Opel abgeht. So Freunde, ich bin jetzt zu Hause und direkt auch mal an unserem Motor dran. Ich kann es gar nicht abwarten. Hier sieht man übrigens nochmal den Schaden, der hier sichtbar wird. Also genau dieses Stück ist dort abgebrochen. Ne, man sieht das richtig, dass hier der Bruch stattgefunden hat und auf der anderen Seite sieht man original und Also das lasse ich gelten, das ist vollkommen in Ordnung. Und jetzt bauen wir das ein, ich bin richtig heiß drauf. Und nochmal für euch zum Vergleich, wie es jetzt klingt. Und danach werde ich hier nur das eine Stück drauf machen. Sprich, wenn ich es abkriege, ja. Ach, so, ich ziehe es hier ab. Genau, hoppa. So sieht das Stück aus, was abgebrochen ist. Und dort hat der Bruch halt stattgefunden. Ist ja eindeutig sichtbar. Weg damit. So, dann kommt hier neben dem blauen Schlauch. So, auf der Seite kommt das jetzt drauf. Zack. Und dann kommt der andere. Passt perfekt. Ich bin so froh. So, dann werde ich jetzt mal den Motor starten und wir hören uns das mal direkt an. So, man hört eindeutig das Zischen. Und jetzt werde ich den Schlauch drauf checken. Yeah, Freunde! Es hat funktioniert. Naja gut, was war anderes zu erwarten? Und der Schlauch geht nämlich genau hier hin. Ja, das ist der blaue Schlauch, der geht ja vorne zum Luftfilterkasten, also hinterm Luftfilter. Und das ist der, den ich jetzt drauf gesteckt habe. Also nochmal an dieser Stelle, Freunde, vielen, vielen Dank für den Tipp. Mit dem Schlauch, der Motor läuft. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die ganzen Inspektionssachen kommen, die Filter etc. Damit wir hier an dieser Stelle endlich hier weiter rocken können. Und jetzt habe ich auch endlich wieder bei Passat die Bremsleitung. Das wird morgen auch erledigt. Power! Leitung. Und zum Abgleich, damit ihr auch seht, dass es wirklich das gleiche ist, zeige ich euch das mal kurz. So. Ah, hält es oder nicht? So. So, hier sieht man jetzt dieses Stück,
Und das ist jetzt das Stück für die andere Seite. Und man sieht, es ist genau identisch. Nur halt für die andere Seite. Perfekt. Ich freue mich so übelst. Ach, dann können wir endlich unser Bremsen-Spezial Teil 3 beenden. Gut, Freunde. Motor läuft wunderbar. Ich bin glücklich. Hat wieder Spaß gemacht. Ich werde jetzt das Video schnell schneiden, weil heute muss ich ein bisschen zu Hause noch was machen. Ein bisschen ein paar Regale dran bohren und so. Prösterchen. Ja, Freunde. Und falls es Fragen, Hinweise oder Anregungen gibt, Anmerkungen, was auch immer, einfach in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid. Ich freue mich drauf. Euer Mr. Do It. Bis morgen. Bis dann. Ciao.